Also ich denke jetzt einmal über Federbeinausbau brauche ich nicht viel sagen. Bremsschlauch hängt keiner dran, nur die Leitung vom ABS-Sensor, die muss ich hinten losmachen. Die zwei Schrauben auf, beim Polo eben die drei hier oben. Und dann kann ich das Federbein schon rausnehmen. Das mache ich jetzt beidseitig. Das erste Federbein ist draußen. Und jetzt zeige ich euch was, was mich auch tierisch aufgeregt hat an dem H&R-Fahrwerk. Ich weiß nicht, ob man das hier so sehen kann. Das Ding hat Spiel ohne Ende. Da hat unten am Rad, wenn ich knottelt hatte, das ganze Ding gewackelt. Sorry H&R, aber ihr habt einen totalen Scheißdreck gebaut. Gut, zweite Seite. Zum Vergleich noch den zweiten Dämpfer. Der hat ja eigentlich so gut wie gar kein Spiel. Klitzekleines ist da. Und ja, so hätten halt beide Seiten sein sollen. Deswegen kann man auch wirklich davon ausgehen, dass der andere Dämpfer ja ein Schlagwerk hat. So Leute, ich habe dann gestern das Video abgebrochen, nachdem ich festgestellt hatte, dass es dadurch ein Missverständnis leichte Fahrwerksunterschiede gegeben hat, sage ich einmal. Eben was ich da noch gesagt hatte, eben dass mir das Domlager ganz und gar nicht gefällt, wie das zusammengehört, und ist auch so. Ich hätte komplett oben ein anderes Domlager, nee, ein komplettes Domlager oder Federteller hätte dabei sein müssen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe das Fahrwerk für ein 6M bekommen und nicht von 6N2, also sprich Zentralaufnahme und die Dreipunktaufnahme ist da der Unterschied. Naja, jetzt muss ich warten, bis das geklärt ist und ich dann das entsprechende andere Domlager bekommen habe. Dann kann ich vorne weitermachen. Da ich absolut keinen Bock habe, den Müll da wieder einzubauen, habe ich es einfach ganz pauschal mal so zusammengeschustert. Erfahren kann man damit nicht, aber zumindest im Hof rein und raus hier fahren. Ja, und was mache ich dabei? Ich mache jetzt das hintere oder die hinteren Dämpfer. Und irgendwie ist da jetzt schon wieder der Zoom drin. Wir machen jetzt einfach die hinteren Dämpfer, dann sind die schon mal komplett fertig. Und dann heißt warten, warten, warten. Ich habe noch keine Info bekommen, wie lange ich jetzt wieder warten muss. Und wenn sie wieder sagen 12 Wochen, dann lackiere ich den Scheißhaufen gleich um. Tja, das sind die hinteren. Da gibt es ja nicht viele Unterschiede vom, oder eigentlich gar keine Unterschiede vom 6N zum 6N2. Also die passen definitiv. Viel muss ich ja da glaube ich nicht sagen. Einmal hier oben habe ich beidseitig schon soweit gelöst. Und jetzt eigentlich bloß noch Räder runter und unten die Schraube zum Federbein rausnehmen. Und dann kann ich die kompletten Federbeine schon rausnehmen. Werde ich aber auch eins nach dem anderen machen, weil ansonsten, batsch, kommt die Achse runter. Okay Leute, ich mache mal weiter und da sehen wir uns gleich wieder. Ach ja, ich habe mir noch jetzt für die hinteren Stoßdämpfer so Powerflex Gummilager geholt. Die kommen oben rein und unten. Von den Powerflex Dingern bin ich recht gut überzeugt. Habe ich an der Vorderachse auch schon überall drin und geile Sache. Mit dem H&R Fahrwerk ist er ja hinten entweder durchgehockt oder er ist gesprungen wie ein junger Geißbock. Was mich ja zuletzt auch dazu bewegt hat, eben ein anderes Fahrwerk zu kaufen. Dass ich das Fahrwerk eben auf die entsprechende Höhe gebracht hatte. Tja, so sah die Vorspannfeder aus, komplett zusammengedrückt. Also die hat ja eigentlich gar keinen Wert mehr gehabt.
Ob das die Ursache war, weil dass er so gesprungen ist oder was, ich weiß es nicht. Bei dem Fahrwerk, Vorder- wie Hinterachse, ist ja so, dass man hier über diese Hülse die Höhe verstellt, die Feder eben bloß 5 mm Vorspannung gibt und die verbleibt dann mit den 5 mm Vorspannung und Höhe eben wie gesagt immer unten. Also das ist schon mal ganz gut. Aber jetzt schrauben wir mal das Ding auseinander und schauen wir mal, ob der Dämpfer noch in Ordnung ist. Das schraube ich jetzt hardcore einfach mit dem Schlagschrauber auf. Jetzt wird man wahrscheinlich gleich das Federbein durch die Gegend zausen. Ne? Na. Die Vorspannfeder ohne Probleme nach unten drücken. Ah ja, hier so halbwegs hat man es ja im Bild. Den neuen Dämpfer behandle ich natürlich nicht mit dem Schlagschrauber. Fahrwerk normalerweise sowieso nicht, außer ich baue es aus und schmeiße es weg. So wie das jetzt. Komm weg. Naja. Hey, ich habe gedacht, das ist ein Gasdruck. Und das ist wohl doch Öldruck. Hm. Hasta la vista. Jo. Das ist ein Gasdruck, das gefällt mir schon besser. So. Hier haben wir den Ring drin. Federteller ist drauf, Manschette ist auch drauf. Jetzt kann man den im Prinzip gleich zusammenbauen. Wenn man jetzt die passende Hülse hätte. Wieso passt die verkackte scheiß Hülse da nicht drauf? Das ist wieder H&R Spezialmist. Muss ich mal gucken, ob ich noch ja, vom alten Fahrwerk andere habe. Da wären sie wieder, diese kleinen Unterschiede. Und zwar hier in der Länge. Erstmal das Display drehen. Hier in der Länge. Jetzt habe ich aber noch Originale aus dem Originalfederbein rausgezogen und siehe da, das ist die Länge vom Original. Das heißt, man soll hier die Originalteile verwenden. Drüber gehen sie, wunderbar. Die mache ich jetzt noch ein bisschen sauber und tue sie noch mit Tartan behandeln. Und dann ja, kann ich das Fahrwerk zusammenbauen, weil extra jetzt neue Hülsen kaufen, mache ich mit Sicherheit nicht. Ja, die sind exakt gleich hoch. Gut, dann sind es die kurzen, wo reinkommen. Ha, da kann ich eigentlich das Fahrwerk soweit zusammenbauen. Jo, exakte Vorspannung von 175 mm. Dann können wir unten kontern. Nachher ziehen dann im Fahrzeug, wenn es sauber drin hängt, das Federbein nochmal nach und gibt da dann noch einen kleinen Kabum drauf, dass es zu bleibt. Also wie gesagt, die untere, die Feder bleibt jetzt immer in dieser 175 mm Vorspannung und verstellen. Können wir dann hier anhand von dem Radl. Hier geben wir jetzt zwischen oberen und unteren Verstellring 20 mm. Und so bauen wir jetzt das Federbein erst einmal ein, dass wir überhaupt erst einmal gucken können, wie hoch wir sind. Und danach können wir ja verdrehen und verstellen, wie wir lustig sind. Der Gummi gleich mal da drauf. Den oberen nehme ich auch gleich mit.
so rum von der anderen Seite und ja, schön, schön. Also Leute, was ich am Schluss auch noch mache, da sieht man es überhaupt, jawohl, im eingebauten Zustand mache ich dann die erste Mutter drauf, ziehe die soweit fest und hier kommt dann nochmal eine Kontermutter drauf und da kann ich mir dann sicher sein, dass das Federbein definitiv fest genug ist. So. Und jetzt. Stellen wir den Dämpfer noch vor, ein. Und zwar müssen wir erst den Uhrzeigersinn komplett zudrehen. Der ist komplett zu. Jetzt. Und dann. Eins. Zwei. Drei. Genau aufpassen. Eins. Zwei. Drei. Vier. Fünf. Sechs. Sieben. Acht. Neun Klicks. Waren es, glaube ich, ist, glaube ich, drin gestanden. Entspricht 1,5 Umdrehungen wieder aufgedreht. Und somit. Boah, ist das Ding immer noch bockhart. einbauen. Und wiederum einen Tag später habe ich die hinteren Federweide komplett drin. Ja, ich habe gestern keinen Bock mehr gehabt. So sieht es jetzt aus. Und wenn man hier den jetzt losschraubt, ich gehe auf die andere Seite, da ist glaube ich die Handlampe drin. Ne, die hängt hier. So. Wenn man den jetzt eben. Ja, das Blutsakrament halt jetzt endlich. Wenn man den jetzt losschraubt hier, kann man eben das komplette Federbein verdrehen und schraubt dadurch das Gewinde in der Hülse hoch und runter und so verstellt man die Höhe. Aber ich jockiere jetzt mal schnell die Räder drauf und dann gucken wir, wie tief das Ding überhaupt hinten ist. Also vorne habe ich auch ca. 300 Höhe momentan mit dem, naja, zusammengebastelten Fahrwerk, sage ich jetzt einmal, und hinten habe ich auch 300, also müssen wir noch um 10 mm hoch, vorne lasse ich 300 dann im Endeffekt und hinten gehen wir wieder auf 310, so wie es vorher eingetragen war, und wenn es mir danach gelüstet, kann ich ja immer noch mal 10 mm nach oben gehen. Jo Leute, rein theoretisch waren jetzt die ganzen anderen Szenen, die älteren, jetzt schon vorher. Ich bin jetzt wieder herüben, habe nachgemessen und siehe da, wir haben vorne exakt 300 von Radmitte zum Kotflügel. Also von der Höhe her wird es passen. Jetzt schaue ich eben bloß noch, dass ich hier den Schutz rauskriege, dass er ungefähr original ist. Eventuell oben noch nachstellen, das muss ich dann noch gucken. Und den Kabelsalat muss ich natürlich auch noch festmachen, aber das zeige ich euch, wenn ich beim Einstellen bin und das Ding festmache. So, ich habe es geschafft, mit der Radschutzwaage ziemlich genau so hinzubekommen, wie es vorher war. Zeige ich euch nachher noch, ich stecke sie nachher noch mal drauf, wenn er wieder am Boden steht. Mit Drehmomentschlüssel die Mutter nachgezogen. Eigentlich heißt es ja, man sollte immer neue drauf machen. Ne. Und hier müssen noch die oder das ABS-Kabel festgemacht werden. Da haben wir hier diese Schelle. Ja. Und dazu nehme ich so eine andere Schelle, wo man um die Antriebswellenmanschetten rum macht. Und die mache ich einmal hier komplett rum und mache das damit wieder fest. Sprich, ich muss hier nicht extra was Neues kaufen. Wie es halt immer so ist, die Dinge sind zu kurz. Ja, habe ich so ein langes Band genommen oder nehmen müssen. Und hier habe ich mir extra damals so eine spezielle Zange gekauft, wo man diese Teile hier sauber zusammenpressen kann. Ich zwicke jetzt hier bloß schnell das überflüssige Band ab und dann zwicke ich das zusammen und ja, das dürft ihr noch sehen.
Tja, wer jetzt sagt, Beißzange reicht da vollkommen aus, jein. Habe ich früher auch immer so gemacht, aber diese von KS Tools ist es, Nummer 115, 1650, glaube ich, hat halt hier in der Mitte dann noch diesen Abstandshalter, dass sich das nicht so rausbollert, und so teuer ist sie nicht, und ich würde mal sagen, bei mir hat die sich schon bezahlt gemacht. Allein schon war ich jetzt mindestens 8 Mal, also 4 Mal in, links und rechts jeweils, also 8 Mal hier so neue Bänder drauf gemacht habe. Ja, Wechs, Umbauten etc. pp. Also, manche Sachen, da kacke ich einfach irgendwann einmal drauf und kaufe mal was. Genauso wie ich auch mir irgendwann einmal ja. Wo haben wir es denn? Für diese blöden, beknackten Schlauchschellen haben wir auch irgendwann einmal so eine Zange gekauft. Jupp. Dass man die Schlauchschellen da, diese blöden, besser nehmen kann. War mir alles irgendwann einmal zu blöd, und ja, dann kauft man sich halt den Mist. Ja, nach und nach geht es. Okay. Nachgezogen. Verkeilt habe ich es, dass die fest sind. Ja, dann kann ich hier auf der Seite das Rad drauf machen, komplett festziehen und euch nochmal mit der Radsturzwaage den Sturz zeigen. So Leute, ich tue das jetzt wieder schön einnullen. Ja, sieht mal gut aus. Das ist ja bloß ein Provisorium. Die hundertprozentige Bestätigung werde ich dann beim Vermessen bekommen, wie es aussieht. Aber hier genau zwischen, ja gut, ein bisschen weniger, aber vielleicht sind wir ja in der Toleranz. Schauen wir mal. Wenn das Ding beim Vermessen steht, dann wissen wir mehr. Ich hätte es noch ein bisschen weiter rausstellen können, aber jetzt gucken wir mal, was es beim Vermessen heißt. Ja, jetzt mache ich noch die andere Seite fertig und dann gucken wir mal, wie es dann komplett aussieht. Vielleicht drehe ich ja dann eine Runde. Jetzt ist es drin. So, jetzt habe ich aber noch eine Frage direkt an die Leute von Carsport. Ja, vielleicht kriege ich eine Antwort, vielleicht schaut ja einer das Video an und ich weiß es nicht, wenn sie überhaupt noch dran geblieben sind, nachdem ich ja am Anfang doch geschimpft habe. Aber von der Qualität bin ich eigentlich schon überzeugt. Egal, schauen wir mal auf die Federdome. Na, nichts zoomen. Ja, folgendes. Warum stehen jetzt hier die Verstelllöcher nicht genau 90 Grad in Fahrtrichtung versetzt? Hier nach hinten und auf der anderen Seite genau andersrum. Also leicht schräg. Also das würde mich jetzt interessieren. Man hätte das doch so ausmitteln können, anhand von der Schablone, dass die Löcher exakt gebohrt werden. Ja, dass das genau parallel steht. Weil wenn man jetzt die andere Seite anschaut, ja, da stehen die Langlöcher noch extremer. Naja, also das ist jetzt was, das gefällt mir gar nicht. Aber ich hoffe, ich werde hier oben, oder man wird beim Vermessen nie was verstellen müssen, weil unten reicht es ja rein theoretisch aus. Ha, Gott sei Dank, ich muss noch das zweite Radsturz nochmal prüfen, nachdem ich alles nachgezogen habe. Dann schaue ich natürlich nochmal hier, ob es noch sauber im Wasser ist. Jawohl. Dann gehen wir nochmal rüber. Klapp. Ja, auch ein klein bisschen Richtung positiv, aber eben nicht viel. Ha!
Jetzt schauen wir mal, was es vermessen spricht. Ich bin soweit zufrieden. So, Freunde, ich bin jetzt gefahren. Ja, Kofferraum ist offen. Ich habe Batterie noch zum Laden hingehängt, zwecks der langen Standzeit. Carsport-Fahrwerk. Wenn das Fahrwerk eine ganze Weile hält, bin ich vollkommen zufrieden, muss ich sagen. Mir gefällt es soweit sehr gut. Das Einzige eben, was mir nicht gefallen hat, ja, war das, dass ich jetzt nochmal so lang habe warten müssen, bis da diese pro Federbein eigentlich drei Sachen gekommen sind. Die Zwischenscheibe, das verstellbare Domlager und die Mutter oben drauf. Ja gut, die haben das wenigstens gleich zusammengebaut. Egal, jetzt ist es da, jetzt ist es drin. Jetzt muss ich warten, bis ich einen TÜV-Termin kriege. Wer weiß, wann das ist? Schauen wir mal. Auf alle Fälle, wenn ihr dieses Video gesehen habt und an dieser Stelle seid, wisst ihr ganz genau, der ganze Scheiß ist eingetragen. Fahrwerk und Bereifung. Weil vorher gebe ich das Video gar nicht raus. Ich hoffe, dass das innerhalb der nächsten ein, zwei Wochen soweit sein wird. Ach so, ja, wie lässt das sich fahren mit dem Fahrwerk? Also, wie gesagt, extreme Kurven, extremen Scheiß, ja, konnte ich nicht fahren. Ist mir viel zu gefährlich, wenn es so klitschenass draußen ist. Aber so, was ich bis jetzt erfüllt habe mit meinem Popöchen, geil. Einfach nur geil. Ja gut, aber jetzt bin ich wirklich weg. Eieieiei, ich habe eine Szene vergessen, die füge ich jetzt noch schnell ein. Ja, richtig, eigentlich bin ich schon mit dem Video fertig, aber ich muss euch ja noch die Dämpfer zeigen. Die hinteren, folgendes. H&R Schrott. Der eine Dämpfer, ja gut, so halbwegs hat er Druck. Ja, wie gesagt, ich dachte ursprünglich, das ist ein Gasdruckdämpfer. Der würde ja an und für sich soweit noch gehen. Aber wenn wir uns jetzt den hier angucken, Achtung, tja, was ist es jetzt? Außer Schrott. So, Freunde, da steht er. Es ist alles eingetragen. Hat zwar beim TÜV noch kleine Schwierigkeiten gegeben. Wegen dem Vergleichsgutachten hat keine einzige Nummer gepasst. Aber dazu muss ich nochmal ein, oder jetzt endlich mal ein riesengroßes Lob an Carsport aussprechen. Die habe ich dann angerufen. Die haben dann gleich was rausgeschrieben, per E-Mail zum TÜV geschickt. Und ja, dann hat er mir das Fahrwerk ohne Probleme eingetragen. Ich habe dieses Wochenende 1000 Kilometer runtergespult mit dem Auto. Und ich muss sagen, das ist das beste Fahrwerk, was ich bis jetzt jemals gefahren habe. Jeder, der sagt, so Billigfahrwerk für 200 Euro ist genial, ist einwandfrei, der hat noch nie ein ordentliches Fahrwerk gefahren. Muss ich ganz ehrlich mal so sagen. Zuerst waren ja TA Tauchnix Fahrwerke drin, dann das H&R, aber das Carsport jetzt hat, das ist wirklich ein Träumchen. Ja, es hat zwar ein paar Schwierigkeiten gegeben, aber das haben wir alles super in den Griff bekommen. Danke nochmal an Micha von Turbo Concepts für die Unterstützung. Und ja, du hast nicht zu viel versprochen. Das Fahrwerk ist genial. Jetzt kann ich das Ding endlich mal ausfahren. Ohne, dass ich Angst haben muss, einen Abflug von der Piste zu machen. Im Übrigen ist es vorne jetzt ab Moment. Ja, ich weiß, die Felgen sind schmutzig, nach der Strecke kein Wunder. Habe ich hier jetzt einen Abstand von 310 Radmitte, Radlauf und hinten genauso. Ja, ich weiß nicht, von was es gekommen ist. Zuerst hatte ich ja 305 gemessen vorne, 310 hinten. Aber ja, TÜV hat nachgemessen, 310, 310. Aber macht alles nichts. Ich bin zufrieden, ich komme überall drüber. Mir ist er persönlich eigentlich tief genug, könnte tiefer sein, klar, aber wenn ich dann wieder nirgends mehr drüber komme und in jeder Einfahrt scherrer, muss ich nicht mehr haben.
Ja, dann kann ich bloß sagen, super gelaufen alles. Mir macht die Karre wieder richtig Spaß. Gut, dann wären wir schon jetzt endgültig am Ende von diesem Video. Und ja, das nächste Video kommt bestimmt. Ja, hilft ja nichts. Aber am Mai muss ich auch demnächst nochmal was machen. Vielleicht sehen wir uns da dann. Also dann, ciao.